So, und an der Stelle würde ich sagen, wir haben eine ganze Menge gesehen von diesem Spiel. Gerade mit dem DLC-Ende finde ich es auch ein schönes Ende für das normale Spiel. Wir wissen, wo wir hin müssen. Wir wissen, was wir getan haben. Wir wissen, dass wir jetzt mit dem, wie heißt es, mit dem Herz der Leere eventuell in der Lage sein werden, den Hollow Knight-Kampf anders zu beeinflussen. Und ich bin gespannt, inwiefern das anders wird. Und das wird jetzt eine sehr interessante Sache. Oh mein Gott. Ja, ich sollte vielleicht auch noch einen anderen Talisman dann ausrüsten. Aber wir werden jetzt nochmal gegen den Hollow Knight antreten. Eventuell das letzte Mal. Der Weg ist frei. So oder so erwartet dich darin ein Ende. Ich werde mich dir hier nicht weiter anschließen. Dieser Ort ist für mich deinesgleichen geschaffen und seine Fesseln würden mich aufzehren, wenn ich mich dir anschließe. Sei nicht so überrascht. Ich werde mein eigenes Leben nicht für deinen Versuch opfern. Aber falls sich ein Moment als günstig erweist, helfe ich so gut ich kann. Das spricht für eine Intervention im Bosskampf. War Hornet schon immer vor diesem Tor? Ich kann mich ehrlich gesagt leider nicht dran erinnern, ob dem so war. So, wo haben wir unsere Bank? Ich möchte nämlich noch meine fragile Gier tauschen. Die bringt uns ja eh nichts mehr. Und die unzerbrechliche Gier natürlich. Und weil es so viel wert ist, weil es mir so viel bedeutet, packen wir unser Webelied hier rein. Yes! Hallöchen, Spinnies! Ach Mann, es ist so schön. Abgestürzt? Nee, nicht abgestürzt. Okay. Ich hab eigentlich damit gerechnet. Hallo Hollow Knight. Mal gespannt, was jetzt passiert. Der Hollow Knight. Yes. Du hast immer noch irgendwelchen kranken Movesets, die ich schon vergessen hab. Völlig vergessen hab. Okay, das ging noch. Ach, shit. Das war ungünstig. Ja, das ging. Ah, das war falsche Richtung. Ja, über ihn da zu springen ist eine ganz gute Idee eigentlich. Ja, aber nicht so. Okay, zweite Form. Das war dumm. Oh mein Gott, der Konter. Dritte Form schon? Okay, das hat zumindest gut. Ah, er schlägt sich ja selbst in der Form richtig. Ich vergaß. Okay, das war. Vielleicht sollte man hier nicht unbedingt auf ihn eindreschen, aber man kann auf jeden Fall die Phase auch schnell skippen. Dass er mich da nicht erwischt hat, ist ein Witz. Der Arme. Oh mein Gott. Nächste Phase schon. Hornet! Ja! Sie hält ihn auf. Und der Traumnagel. Nein! Was? Nein, es hat nicht gereicht, oder was? Das ist so dumm. Ah, wir lassen uns töten. Das wär's doch gewesen. Töte dich nicht. Ich sterb vorher. Danke. Macht er sich, fühlt er sich damit auch selbst Schaden zu eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Das wär's doch gewesen. Ich hätte nur mit dem Traumnagel draufhauen müssen, ich Idiot. Ich habe ihn stattdessen weitergeschlagen. So ein Sadist. Es tut mir leid. Aber ja, Hornet war hier offensichtlich vorher noch nicht. Und jetzt ergibt das auch Ganze auch ein bisschen mehr Sinn. Oh mein Gott. Ah, den finde ich immer noch. Den. Ja, weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welchen Teil des Kampfes ich schlimmer finde gegen ihn. Ich meine, am Anfang verletzt er sich halt selbst nie. Das heißt, man hat wenig Zeit zum Heilen. Aber später macht er halt seine coolen Moves. Genau solche eben. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Hallo. Okay. Hä? Ich dachte, wir hätten ihn zurückgeschreckt. Okay, da mussten wir einmal hin. Ja. Und jetzt können wir uns wieder heilen. Sehr gut. Okay. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, das habe ich nicht gesehen. Scheiße.
Okay, nächste Phase. Und jetzt... Jetzt, ja, Hornet. Ja, da haben wir ihn. Yes. Und jetzt sind wir in einer Traumwelt, wo es im Hintergrund die Verderbnis ist. Herausfordern. Jetzt oh mein Gott, wir fordern die Verderbnis heraus. Jetzt wird's episch. What? Was bist du? Du bist der König! Das vergessene Licht. Du bist der König! Oder? Hä? Wo kann ich die angreifen? Da oben. Aber du bist... Oh, was? Du machst zwei Herzen Schaden. Jo, ich bin gleich tot. Kranker Shit. Okay, du machst da auch... Was zum Geier? Okay. Das war mein Tod. Okay, aber du bist der König, oder? Okay, das erste Mal, dass wir den König erkennen. Jetzt müssen wir nur leider nochmal gegen den Hollow Knight kämpfen bis dahin. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut, ja, ich meine, wie gesagt, die ersten Versuche sind eigentlich immer scheiße. Das ist eigentlich völlig normal. Also von daher... Wir müssen halt gucken, dass wir gegen Hollow Knight vielleicht nicht so viel Damage kassieren. Was super geklappt hat gerade. Ja, es klappt wahnsinnig gut. Hallo? Okay, man kann ja durch und durch chargen in dem Moment. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, so ging es auf jeden Fall nicht. Hallo? Okay, ich stelle mich gerade doof an. Aber richtig doof. Das war krass, dass das gereicht hat. Ah, das war nicht so krass. Nee. Das ist beinahe mein Tod. Okay, jetzt macht er sich wenigstens selbst kaputt. Sehr gut. Okay, das war uncool. So, einmal über ihn drüber. Das war gut. Nein. Okay. Ja, ja, ja. Vielleicht werden wir auch nochmal voll geheilt hier nach. Kann das? Ja, wir werden voll geheilt. Okay, das war mein Fail. Das macht auf jeden Fall deutlich mehr Sinn. Okay, die Dinger von oben sind uncool, aber man kann sie, wenn man einmal dran denkt, relativ gut. So, jetzt kommen die... No, was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott, das hat wehgetan. Das ist ein Laser, durch den wir durchchargen müssen. Oh mein Gott. Das hast du vorher nicht gemacht. Das ist un... Ich konnte mich nicht richtig bewegen. Ach, Mann. Ich weiß nicht, ich habe immer probiert, mich zu heilen. Und dann in dem Moment, wo ich mich heilen wollte, bin ich getroffen worden. Beziehungsweise, das ist halt die Sache, wenn man das Heilen abbricht, dann hat man das große Problem, wie ich finde. So, einmal hier durch, genau. Müssen wir mit Charges arbeiten, glaube ich. Ja. Was? Okay. Ich meine, man kriegt ihn ja relativ schnell in die zweite Phase, so ist ja nicht. Auch wenn man hier dann drüber springt ein bisschen... Ja, das geht eigentlich schon ziemlich gut klar. Tendenziell muss man wahrscheinlich noch nicht mal sich überhaupt heilen in dem Kampf, weil das macht mir eigentlich mehr Damage als ihm normalerweise. Ja, einfach draufhauen, draufhauen, draufhauen. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch. Kommt Hornet jetzt langsam mal? Das wäre nett. Das war knapp. Das war tot. Okay, ich dachte irgendwie, man kann ihn... Also irgendwie macht es doch weniger Damage, als ich denke.
Weil ich dachte, ich kann ihn halt durch schnelle Angriffe, gerade in den Phasen, wo er sich selbst Schaden macht, ziemlich schnell in die nächste Phase bringen. Aber ich glaube fast, er nimmt in dieser Phase keinen Schaden, auch wenn es so aussieht. Aber so oft, wie ich ihn eben geschlagen habe, das war öfter, als ich normalerweise treffe in den Kämpfen, also... Kann ihn ziemlich gut mit dem Sprinten kleinkriegen. Das passt soweit. Das war dumm. Den Konter einzugehen, das muss nicht sein. So, ab jetzt würde ich mich gerne nicht mehr heilen, wenn es geht. Weil jetzt macht er ja auch schon den Move, also... Ist ja schon recht weit, denke ich. So, einmal drüber. Wenn man ihn beim Konter schlägt, muss man einfach nur durch speeden. Das ist eigentlich die beste Variante, glaube ich. Ja, da ist Hornet. Dankeschön. Ich weiß nicht, was sagt sie? Get down? Ich verstehe es nicht richtig, aber... So, Zeit für Mister, ich bin ein super toller König und werde da... Ich meine, er kann durch die Dinger das auch sogar durchchargen, eigentlich sollte das nicht so schlimm sein. Oh mein Gott, ja, das meine ich eben, da will man sich heilen und dann kriegt man eben noch mehr ab als vorher. Aber an sich, man muss den Kampf nur ein bisschen ruhig angehen, habe ich so den Eindruck. Einfach nicht so viel auf... Ah, Angriff spielen. Okay, jetzt wird's uncool, wenn er da die Hälfte vom Spielfeld behindert. Und die Bälle hier sind auch nicht so toll. Ach, scheiße. Was? Oh nein. Doppelheilung? Die war wichtig. Nein, das war absolut scheiße. Oh mein Gott, das war so knapp. Ich hab's aber nicht mehr geschafft, durchzukommen. Oh, aber der Kampf ist hart, aber ich glaube, er dauert nicht so lange, tatsächlich. Also es ist auf jeden Fall kein Kampf, bei dem ich mir in Endurance irgendwie zutrauen würde. Also den irgendwie auf lange Sicht zu spielen, keine Chance. Aber man kann ihn relativ schnell gestalten, glaube ich. Glaube ich. Vielleicht auch Wunschdenken, aber... Ich meine, allein schon, dass sich die Hälfte vom Kampffeld eben nicht mehr benutzen lässt, zeigt, glaube ich, dass wir schon relativ gut weit waren. Weil das ist schon eine massive Einschränkung für den Kampf. Man muss sich eben relativ gut in der Mitte aufhalten, habe ich so den Eindruck. Das wäre für den Teil auf jeden Fall wichtig. Ja, jetzt lasse ich mich zu oft treffen. Ja, so auf jeden Fall nicht. So, du schlägst dich mal wieder eine Runde selbst. Wir sammeln dabei ein bisschen... Energie. Ne, das ist dumm. Ich muss da einfach weggehen. Da lasse ich mich immer noch zu oft treffen. Das passt soweit. Das passt soweit. Das hat nicht so gut gepasst, aber egal. Ja, perfekt. Wir haben zumindest fast volle Aufladung. Yes. So, und jetzt wird's wieder spannend. Mein König. Einmal... Was? Oh, dass das nicht klappt, ist ein Witz. Wobei man vielleicht echt gut daran gelegen ist, sich möglichst... Was? Okay, also da das vorauszuahnen... Was? Wie soll ich denn das wissen? Okay, er macht's dreimal hintereinander... Nee, macht's nicht... Was? Er macht zweimal hintereinander. Das war sehr glücklich, dass das hingehauen hat. Nein... Die Laser sind... Die Laser sind so krank. Ich verstehe sie gerade nicht. Und dabei ist es immer noch die erste Phase. Okay, das war ein richtig schlechter Versuch. Ich meine, klar, ich könnte jetzt auch gucken, dass ich irgendwie andere Sachen, andere Talismane benutze. Das würde es deutlich einfacher machen. Sehe ich schon ein? Okay. Ich hätte jetzt ein bisschen Angst, dass das Geo nicht mitkommt. Wobei, das Geo brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr, also... Wen kümmert's? So, dich hätten wir... Ah, da war ich ein bisschen zu übereilig.
Nein, okay. Manchmal kann man bei dem Konter ausweichen und manchmal nicht so. Ich verstehe das nicht so ganz, wann was zutrifft. Was? Okay. Ich hätte schwören können, dass du jetzt deine Ich-schlag-mich-selbst-Phase machst. Ah, die kommt jetzt wahrscheinlich. Ja. Die ist doch relativ spät im Kampf erst, so wie es aussieht. Ich werde aber versuchen, hier nicht immer alle Seele zu verschleudern, sondern nach Möglichkeit dann eher ein bisschen Leben aufzugeben, damit wir mehr Seele für den nächsten Kampf haben. Ja. Okay, das war's eigentlich, glaube ich. Die Spinnen machen konstant weiter Schaden, sehr schön. Was? Okay. Wenn das nicht klappt, ist natürlich sehr ärgerlich. So. König Nummer 4? Keine Ahnung. Der gleich wieder anfängt mit... Ach naja, ich sehe seine Attacken teilweise auch nicht, weil das alles so grell ist hier. Das tut mir am meisten weh irgendwie. Ja, das war ganz gut. Und jetzt geht er halt schon in die zweite Phase. Also vielleicht die zweite Phase doch... Ah, ich dachte, er wechselt. Nein, oh mein Gott. Ja, irgendwie. Das war dämlich. Da hätte ich mich nicht heilen dürfen. Was macht er jetzt? Erstmal wechseln. Ah, da kommen wieder die Bälle. Oh, scheiße. Nee, die Bälle sind zu hart. Das geht so schnell, der Kampf. Es ist unglaublich. Aber diese zwei Damage-Kämpfe, die sind echt übel. Es kann sogar sein, das weiß ich nicht, das fragile Herz, oder jetzt halt das nicht mehr fragile Herz, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, unzerbrechliches Herz, genau. Das ist ja auch im Prinzip in der Lage, aber es steht im Text drin, dass es einem auch mehr Resistenz irgendwie gibt. Bedeutet das, dass man vielleicht dann die zwei Herzen Schaden nicht mehr kriegt oder so? Könnte ich mir fast vorstellen. Das war dämlich. Das war nämlich genau sein Konter. Das Gute ist, dass man in der Phase auch ganz gut Damage machen kann, tatsächlich. Bringt das hier überhaupt was? Keine Ahnung. Oh nein. Das Problem ist... Das größte Problem ist, ich habe gerade eine Wespe in meinem Zimmer, wie es mir aufgefallen ist. Ich habe leider in letzter Zeit so ein bisschen eine Problematik damit, dass trotz... zu einem Fenster hier ganz gerne Wespen reinkommen. Wahrscheinlich durch die Decke. Durch irgendwelche Ritzen oder so in meinem Zimmer. Das ist ziemlich uncool, wie ich finde. Ach, scheiße. Das ist schon mal der erste Fehler, den man... Ja, das ist der zweite Fehler, den man nicht machen darf. Scheiße. Ja, und dann spawnt er die Dinger halt genau vor mir. Das ist so uncool. Hallo. Okay. Ja, das ist, war wieder der erste Versuch. Und an der Stelle würde ich sagen, ich kill erstmal die Wespe und dann sehen wir uns gleich wieder. Also nicht killen. Nein. Ich bringe sie raus. Also wirklich. Mit killen meine ich rausbringen. Ich habe hier nichts Falsches gesagt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Wespe ist erfolgreich in die Freiheit entlassen. Zumindest kriegt man den Eindruck, dass wenn da... Also je länger das Ganze oder je länger immer mal wieder Wespen hier reinkommen... desto weniger wird es. Das ist ganz nett. Offensichtlich entleert sich das Nest dann doch irgendwie und sie schaffen es nicht mehr zurück. Weil, ich meine, wenn das irgendwo in der Decke ist... Ich meine, Wespen haben einen guten Orientierungssinn, glaube ich. Aber ob der so gut ist, dass man durch eine Decke quasi in so ein kleines Loch in einem Haus wiederfindet, das ist die andere Frage. Ja, schrei du mal eine Runde... Okay, damit haben wir ihn unterbrochen. Das ist natürlich ziemlich cool. So, einmal nochmal heilen. Oder zweimal? Ja, zweimal ist gut. Danach kann man immer noch gut Damage machen. Am besten auch diese Einzel-Damage-Dinger, weil damit kann man noch ein bisschen mehr regenerieren. Ja, das passt soweit.
Das finde ich interessant, dass man in der Phase wirklich selten was abkriegt, habe ich so den Eindruck. Obwohl das halt schon so aussieht, als wäre das richtiger Kugelspam. So, ja, das passt. Danke, Hornet. Ja. Wir gehen da durch. Keine Sorge. Und jetzt gehen wir hoffentlich auch durch diesen Kampf. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange er dauert. Aber wenn es ein Endurance-Kampf werden soll, dann sehe ich hier wirklich schwarz. Also es gibt Abschnitte dieses Kampfes, die ich durchaus in Ordnung finde. Ach, scheiße. Eigentlich ist das genau ein guter Abschnitt vom Kampf, wie ich finde. Und dann, den Abschnitt finde ich absolut beschissen. Weil ich sehe nicht, wann diese Dinger kommen. Ich sehe die nicht richtig. Das ist das Schlimmste. Das war eigentlich ganz gut. Ja, wenn er dann die Dinger beschwört, ist aber wieder gelitten. Okay, hier in der Phase muss man ausweichen, sonst geht's halt gar nicht. Ja, oh Gott. Okay, ja, ja, ja. Nein, das war so dumm. Oh mein Gott, die Schwerter. Und das auch noch. Und das auch noch. Hallo? So langsam schickt's, mein Freund. Langsam schickt's. Nein. Was? Ich wäre sowas von gleich gestorben. Oh mein Gott. Wenn es das jetzt wirklich war, das wäre so gut. Nee, es geht weiter. Okay. Ich heile mich nochmal. Ach nee, wir müssen hier flüchten, okay? Flüchten, flüchten, flüchten. Ach, scheiße. Ja, das wird nix mehr, glaube ich. Vor allem nicht in der Kampfumgebung. Nee. Wow, okay. Das ist ein hartes Ding hier. Okay. Die wollen es richtig wissen. Okay, es ändert sich nicht viel am Kampf. Man muss halt allerdings eine andere Plattform. Ich glaube aber, die andere Plattform ist gar nicht so verkehrt. Der letzte Abschnitt eben hat mich super verwirrt, weil es war teilweise so, dass ich nicht an ihn rangekommen bin, ohne irgendwie von den Schwertern getroffen zu werden. Das war richtig unfair. Aber, also nicht unfair. Unfair ist im Spiel eigentlich gar nichts. Das muss man doch zur Verteidigung sagen. Aber es wäre halt echt episch gewesen, wenn das eben gereicht hätte, weil ich war halt so tot eigentlich. Ich habe ihn angegriffen. Eine halbe Sekunde später wäre ich getroffen worden und er war halt einfach in der nächsten Phase. Das war epischer Block. Oder halt, ja, ziemlich episch noch überlebt, das Ganze. Aber ja, dass das nicht alles gewesen ist, hätte man vielleicht sich doch denken können. Nichtsdestotrotz merkt man, viele Fehler darf man sich da nicht erlauben in einem Kampf. Das ist definitiv so. Also mal eben so in der Anfangsphase zweimal getroffen werden ist... Auf der anderen Seite, wenn man sich viel Seele behält, kann man sich am Ende ziemlich sicher heilen. Dann sollte man vielleicht eher ein bisschen auf Risiko spielen, sich nicht so viel heilen. In der ersten Phase, denn danach kann man sich eventuell ziemlich, ziemlich voll heilen. Das wäre so meine Hoffnung. Und ich hoffe auch, dass ich zumindest... Ach, scheiße. Ja, da ist jetzt halt schon die Frage. Will ich mich dagegen heilen? Was? Okay, hier will ich mich eigentlich gegen heilen. Weil die Phase geht eigentlich und es war auch berechtigt. Nein. Oh, ich panik zu viel bei dem Angriff. Ich bin dann ticken zu langsam, um nachzudenken. Okay, man sieht ja, wo die Bälle kommen, aber das reicht auch nicht immer. Wow, okay, das war richtig unfair. Wow. Okay, dann nimmt er mir den Boden unter den Füßen weg und danach denkt er sich so, ja, dann mache ich doch einfach mal die Schwerter so, dass genau in dem Punkt, wo du keine Chance hast auszuweichen, weil du viel zu weit weg bist, die Schwerter sind. Das macht schon nicht so einfach hier. Also, den Kampf... Also, was man merkt... Okay, nee, okay, das macht ja Sinn. Für den Kampf braucht man ja den Schattenumhang, weil ohne Schattenumhang kommt man überhaupt nicht dahin. Weil man schon das ganze... nicht DLC, sondern Second Ending-Zeug braucht, quasi. Was mache ich hier? Ja, das passt soweit.
Hä? Okay. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass er nochmal sich ducken muss. Oh mein Gott. So, das wird jetzt kein schöner zweiter Kampf, weil wir an der Stelle schon weit weniger als volle Energie haben, aber gut. Ja, das ging noch. Okay. Okay. Also wenn es hier schon scheitert, dann hätte auch Hornet nichts mehr bringen können. Weiß ich nicht, war das die Phase, wo Hornet gekommen wäre? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre sogar noch eine gewesen, aber das ist ultra schlecht gelaufen am Anfang. Also natürlich auch nicht so ohne, dass man hier eben diese zwei Bosse hintereinander machen muss. Ich meine, der Hollow Knight ist an sich nicht besonders schwer. Man darf halt nicht zu viele Flüchtigkeitsfehler bauen. Man muss halt viel springen. Das ist so das Elementare gegen ihn eigentlich, finde ich. Immer schön in der Luft ausweichen. Ja, manchmal klappt es auch nicht so ganz, aber... Ah, shit. Ja, so nicht. Ja, also... Was? Manchmal bleibt er einfach... Manchmal wird er zurückgeworfen und denkt, hier geht in die nächste Phase, aber ist er eigentlich noch gar nicht. Das ist ein bisschen verwirrend, finde ich. So, das sollte jetzt hoffentlich auch ausreichen an Aufladung. Och man, da springe ich aber fast immer in ihn rein. Aber eigentlich ist das gar nicht der Kampf, über den man groß lamentieren muss, weil den sollte man eigentlich locker schaffen, wenn man den nächsten schaffen will. Und ich finde es ziemlich krass, dass es hier noch eine zweite Phase gibt, muss man dazu sagen. Also das ist heftige Sache. Okay, aber die Schwerter macht da immer nur einmal. Ich dachte immer, er kombiniert die dreimal. Okay, da bin ich zum Glück so durchgekommen. Ja. Ah, nee, das war dumm. Ach Gott. Ja, bei den Lasern darf man so auf jeden... Nein. Okay, das war zumindest noch eine gute Heilung nachgesetzt. Aber, oh ja, das... Ich meine... Oh, oh, wow. Oh, nein, 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 nein. Ja, dann, ja, das ist... Also wenn das einmal so läuft, wie gesagt, das mit dem Heilen ist vielleicht eine schlechte Sache. Müsste man vielleicht ein bisschen reduzieren, weil sich zweimal zu heilen meint halt, ist halt schon mehr oder minder gleichzusetzen damit, dass es halt richtig schwierig wird danach. Also wenn man einmal getroffen wird beim Heilen, dann hat man halt so viel Seele verdaddelt und hat zweimal Mist gebaut. Oh, das hat, man hat zumindest sehr viel Seele verdattelt, ohne dass es einem irgendwas gebracht hat. Das ist halt eher das Schlimme. Hä? Okay, ich treffe gerade nicht. Das ist nicht so cool. Okay, das hat gepasst. Okay, wenn er zurückschreckt, einfach noch zweimal draufspringen oder so. Heilen wir uns noch zweimal, bevor hier was schief geht. Das reicht ja meistens ganz gut, wenn man sich da nochmal zweimal heilt. Oh mein Gott, das war nix. Ich finde, er sieht schon ein bisschen gruselig aus in der Phase, aber ich meine, das ist natürlich auch beabsichtigt. So. Hornet, bitte einmal. Danke. Naja, wir gehen da durch. Keine Sorge. Und jetzt, man kann ihm schon direkt am Anfang zweimal einen Angriff zufügen. Das ist schon mal ziemlich gut eigentlich. Und das Gute ist, wenn die Schwerter von oben kommen, kann er in der Zeit ja auch nichts anderes machen. So, jetzt warte ich kurz. Genau, was für eine Attacke kommt. Und das hat ganz gut funktioniert, auch wenn ich... Oh mein Gott. Die Laser finde ich immer noch so krass, weil man, da muss man, braucht man eine gute Reaktionszeit. Okay, das war gut. Oh mein Gott. Nein, da war ich zu schnell. Da komme ich nicht hoch. Warum komme ich da nicht nach oben? Was? Oh nein, die Bälle.
Och ja, ich hasse die Bälle. Ich sehe sie nicht, aus irgendeinem Grund. Ich erkenne sie nicht richtig. Sie sind, ja, helle Bälle auf hellem Untergrund. Das ist... Dann bist du getroffen, fragst dich erstmal, was abgeht und... Okay, was ich mir festhalten sollte für die Zukunft. Wenn du getroffen wirst und du verstehst nicht, was abgegangen ist, sind Bälle unterwegs. Dann achte auf die nächsten. Ich meine, wie gesagt, wenn man darauf achtet, dann sieht man sie auch irgendwie. Aber die erste zu sehen, wenn er da eben gerade die in die Phase übergeht, das finde ich halt super schwierig. Aber ich meine, im Grunde ist es ein Boss, der sehr phasenbasiert ist. Der auch relativ gute Timings zum Abschätzen hat. Und man muss halt immer warten, was er macht. Ja, man darf ihn eigentlich nur angreifen, wenn man genau weiß, was er gerade macht. Und nicht auf Verdacht angreifen und hoffen, dass es gut geht. Das ist eigentlich die schlechteste Sache, die du da machen kannst. Ja, beim Hinknien hat er mich natürlich noch erwischt, ganz klar. So, einmal da drauf. Ich habe den Eindruck, dass das hier wirklich nicht mit Leben skalieren muss unbedingt. Weil ich habe ihm so viel Damage gemacht, eigentlich müsste er da schon deutlich viel verloren haben eigentlich. Aber gut, passt schon. So, aber eben der Anfang war gar nicht so schlecht. Wenn wir das wiederholen können... Ich meine, gut ist halt, wenn er direkt am... Ja, wenn er nicht das direkt am Anfang macht, weil das ist meine Hassphase. Die Kreisschwerter. Ach, scheiße. Ich meine, er kann durch die Schwerter durchchargen. Okay, das war ganz gut eigentlich. Da die Heilung nochmal zu setzen. Ich meine, gegen ihn mehrere Schläge zu machen, ist halt wirklich Banane. Das kannst du eigentlich vergessen. Da kannst du immer nur einen Schlag mal machen, wenn du Glück hast. Ja, oh mein Gott, das war gut. Ja. So mehr oder weniger. Jetzt kommen die Laser. Ne, jetzt kommen die... Ah, das habe ich mal ausnahmsweise mal gesehen. Und man muss sie halt möglichst schnell auch auf den Boden lenken. Das ist wichtig. Ja, das geht so. Nach den Lasern kann man ihm auch einmal eine reindrücken. Das ist ja ganz gut. Jetzt hat er ein sehr gutes Pattern. Ja, das war ein sehr, sehr gutes Pattern. Eben war es deutlich schlimmer, fand ich. Da bin ich gar nicht an ihn rangekommen, richtig. So, jetzt können wir uns einmal auch komplett voll heilen ohne Nachteile. Das war super wichtig. Und jetzt bin ich gespannt, wie die nächste Phase läuft. Ich bin sehr gespannt. Ja, ach, die Schwerter sind in der Phase natürlich absolut Banane. Oh nein, und dann fällt man auch noch runter. Ich meine, aber hier kann man sich ziemlich gut heilen, weil man ist ein bisschen weiter weg von ihm an vielen Stellen. Aber er macht die Attacken auch mehrfach, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist natürlich jetzt mehr mistig, aber die gehen auch öfter mal an die Wand. Das ist auch ganz gut. Ja, es ist, ich bin mir unsicher, ob die Phase einfacher ist oder schwieriger als die eben. Nein, oh, das war knapp. Das könnte ein bisschen eklig werden, weil die Schwerter hier einen riesen Bereich abdecken. Ach, scheiße. Das war unnötig. Ach, Mann. Nein, 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 nein. Ah, ich weiß nicht. Ihm hinterher zu gehen ist halt auch auf eine gewisse Art und Weise gefährlich. Aber es war eine ganz gute Ausgangssituation. Also ich denke, wir lernen schon relativ gut, gegen ihn klarzukommen. Die Bälle kriege ich jetzt auch ein bisschen besser in mein Blickfeld rein. Das ist schon mal super wichtig. Und ja, ansonsten... Also ich würde sagen, Zote... Ich weiß nicht, was noch kommt in dem Bossfight, aber ich würde sagen, der letzte Zote hat es mehr in sich. Von daher, ich denke, das schaffen wir. Und bei Zote muss man ja halt auch noch sagen, okay, der letzte Zote hat eventuell gar nicht mal so lange gedauert, aber dafür haben wir ihn ja auch vorher mit demselben Bewegungsmuster ungefähr 20 Mal besiegt. Also in der Hinsicht kann man... das Lernen hier, glaube ich, absolut nicht gleichsetzen. Ja, nee, das ist uncool. Ja, ich lasse mich zu oft treffen. Hallo? Jo, irgendwie... Okay, jetzt mal aufladen. Okay, dreimal muss ich. Ach, scheiße. Nein, ich wollte da durchchargen.
Oh, die machen. Wow, das macht zwei Schaden? Das wusste ich gar nicht mehr. Das ergibt dann natürlich Sinn. Aber gut, ja, lieber einmal eine Phase haben, wo man bei Hollow Knight stirbt und dafür danach konzentriert wieder beim König. Als so ein Mittelding. Dass man immer beim König stirbt an einer gewissen Stelle. Ich meine, so eine unkonzentrierte Runde braucht man dann halt auch mal. Aber es ist halt schon immer schwierig, wenn man sich halt mehrere Bewegungsmuster irgendwie behalten muss. Ich meine, in Hollow Knight im Prinzip kenne ich ihn ganz gut mittlerweile, aber gerade wenn ich dann versuche, mir das Bewegungsmuster von dem König irgendwie aufrechtzuerhalten, ja, da kann ich natürlich nicht hinter ihn kommen. Da geht's schon. Ja, einmal heilen sollte da reichen. Da muss man es nicht übertreiben. Ja, außer man lässt sich direkt von dem Doppelten treffen. Ja, das ist okay. Ja, und dann ist ja auch schon Hornet da. Das geht schon. Also ich meine, er ist ja zum Glück relativ schnell bezwingbar. Aber was. Oh. Okay. Was auch mit großer Wahrscheinlichkeit daran liegt, dass wir halt schon massiv gut ausgerüstet sind. Und stellt euch vor, hier das ohne volle Ausrüstung zu machen. Wäre die Hölle. Okay, da kann man einmal durchchargen. Da kann man nochmal durchchargen. Ja. Okay. Der Schattenumhang kommt. Ach, scheiße. Ja, da. Ah. Nein, nicht doch mal. Das war dumm. Und wieso verschwindet er da? Ja, da ist die Kugel wieder. Ja, okay. So kann man die Kugeln ganz gut auskontern, aber nee. Da habe ich jetzt zu viele Phasen gehabt, wo ich ihm kein Damage gemacht habe und habe dann gedacht, da muss ich ihm unbedingt jetzt mal wieder langsam Damage drücken und nein. Muss man nicht unbedingt. Aber ich weiß nicht, bei ihm wäre es vielleicht auch ganz hilfreich, die Bewegungsmöglichkeit beim Aufladen quasi drinne zu haben. Aber das ist nicht unser Standard-Equipment. Wir kämpfen mit unserem Standard-Equipment hier. Und unsere Spinnen werden nicht vernachlässigt. Behalten wir drin. Ach Mann. Ja, nein, vielleicht. Wie auch immer das funktioniert, dass ich da nicht getroffen wurde. Das ist mir ein ganz großes Rätsel. So, einmal dreimal heilen vielleicht. Ich denke, es macht Sinn. Auch wenn wir dann für den nächsten Kampf schon wieder zu wenig eigentlich haben. Das ist ein komisches Bewegungsmuster, aber es hat irgendwie hingehauen. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob man in der Phase überhaupt Schaden machen muss. Ja, okay. Darauf habe ich spekuliert. Das war auch notwendig mit einem Herz. Oder ihr sagt get done. Also, beende es. Aber warum ist die Traumwelt vom Hollow Knight der König? Naja, gut, er hat für den König gedient. Das macht irgendwie Sinn. Ach, ich hasse die Fähigkeit. Nach wie vor. Was? Wieso hat das nicht funktioniert? Okay, das war richtig knapp, aber es hat funktioniert, das war wichtig. Ach, scheiße. Immer noch diese massiv. Ah, und da komme ich dann nicht durch, wenn ich davor das schon verbraten habe. Ach nein, das war dumm. Ach, die Bälle. Schon wieder übersehen. Ja. Man darf nicht zu viel auf ihn achten, das ist das Problem. Man muss halt auf die Umgebung achten, auf ihn achten und ja, irgendwie auch noch darauf achten, dass sein Leben nicht so den Bach runtergeht. Aber was ich halt grundsätzlich als Kampfmechanik in dem Spiel schon sehr interessant finde, ist, je besser du spielst, desto weniger Probleme hast du, weil du dich nicht heilen musst. Ja? Also es ist so ein Skalierungseffekt. Wenn du einmal einen richtig guten Run hast, dann musst du auch nicht drüber nachdenken, wann du dich heilen kannst. Und das macht es halt oft kaputt tatsächlich, oder es bringt einen so ein bisschen aus dem Flow vom Kampf raus.
Und wenn man im Kampfflow drin bleiben kann, weil man sich denkt, okay, ich habe jetzt halt noch nichts verloren, ich brauche mich nicht heilen, alles cool. Dann kann man deutlich besser in einem Kampf bestehen eben. So, das hat irgendwie gepasst. Nein, nein, nein. So, schlagt schon wieder selbst eine Runde, genau. Ja, da kann man ja noch ein bisschen drauf auf ihn draufhauen, wollte ich sagen, aber das war nicht so gut. Nächste. Ja. Das war knapp. So, einmal heilen wir uns noch. Was aber ziemlich dämlich war, weil jetzt haben wir ein bisschen weniger Seele. Aber egal. Das bisschen Seele ist beim König meistens nicht das Problem. Aber, ja, es gibt andere Probleme. Ja, das war ganz gut. Ach, das war nicht so gut. Aber kann ihm aber immer... Oh mein Gott, das war knapp. Das ist eigentlich ganz gut zu wissen. Man kann ihm immer zwei Schläge mitgeben. Och, Mann, da bin ich reingesprungen. Da kommen natürlich die Kugeln wieder am komplett falschen Zeitpunkt. Wow, okay. Ja, aber ist gut zu wissen. Also, einen Schlag mehr nach dem Charge, gechargten Schlag quasi, geht. Ja. Kommt natürlich darauf an, wie schnell man weggehen muss. Ey, nächste Wespe oder was? Was ist denn jetzt los hier? Wir machen kurz Pause. So, da bin ich wieder. Zumindest als Kammerjäger stelle ich mich besser an als in Hollow Knight. Das ist ganz gut. Das ging diesmal relativ schnell. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wenig nervig. Meine These ist, zwei auf einmal jetzt wegen Regen draußen. Aber, keine Ahnung. Dann verziehen sie sich nach drinnen, sind vielleicht mehr im Nest, wollen mehr irgendwie trotzdem nochmal gucken, was sonst so geht. Keine Ahnung. Das hat mir wieder wehgetan. Na. Tatsächlich bin ich mir beim Hollow Knight auch gar nicht sicher, ob das vielleicht nicht einfach sogar ein zeitdominierter Kampf ist, dass man einfach warten müsste. Na, wobei, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, man muss ihn schon angreifen, aber... Ich meine, Evidenz dafür hast du trotzdem nicht direkt, würde ich sagen. Das passt soweit. Das war nicht so cool. So, jetzt könntest du eigentlich in die nächste Phase gehen, finde ich. Ja, okay, danke. Ich meine, so ein bisschen Einschätzung dafür, wie viel er aushält, hat man ja schon irgendwann. Als ob sie wissen würde, wo ich hinschlagen will. Ist einfach so ein gutes Team mit Hornet. Aber ich finde es schön, dass sie nochmal auftaucht, auf jeden Fall. Das ist eine ganz coole Idee. Ach, scheiße. Genau das wollte ich eigentlich... Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Mein Gott, okay, das ist... Seit wann kommen denn die Schwerter von oben so schnell? Okay, das war relativ gut, dass das noch... Ah, jetzt kommen die Kugeln wieder. Ja, es ist... Ach, scheiße. Ich hätte es bei der einen Aufladung belassen sollen. Ich dachte, ich kann drei reinhauen. Das war weit gefehlt. Ja, und das war... Ich denke, recht kurz vor der nächsten Phase, aber irgendwie ging der Anfang ziemlich schnell, habe ich den Eindruck. Aber trotzdem, also ihr merkt, der Fight gegen ihn ist extrem inkonsistent. Also wir waren schon zweimal oder einmal mehr oder weniger perfekt im Endkampf, in der letzten Phase. Dann sterben wir aber halt einfach immer noch einen Großteil der Fälle, also... Manchmal läuft es da einfach und manchmal nicht so. Sehr großzügig finde ich es, wenn halt oft die Schwerter kommen, weil denen finde ich es recht einfach auszuweichen, weil man einfach nur ein bisschen präzise sein muss. Und weil sie halt auch nicht so überraschen, weil du siehst sie relativ lange im Voraus. Es ist nicht so wie diese dummen Kugeln, die mich immer noch am meisten abfacken, mehr oder weniger.
So, einmal nochmal heilen. Einmal sollte reichen. Also mit 6 Masken traue ich mir die letzten Phasen hier auf jeden Fall zu vom Hollow Knight. Außer man läuft einfach dumm da rein. Und man läuft einfach nochmal dumm da rein. Was? Du machst das 3-mal hintereinander? Kranker Typ, okay. Das ist ziemlich unfair. So, wir schlagen dich einfach noch so oft wie möglich. Ja, das hat gut funktioniert, okay. Aber 3-mal hintereinander die 2-Schaden-Attacke. Da wollte er mich jetzt richtig trollen, nachdem ich das gesagt habe. Richtig unnötig. So, nächster Versuch gegen König. Konzentration. Arr. Was? Was? Okay, das Spiel ist abgestürzt. Wow. Aber was ist das denn bitte? Ist das wirklich das Ladesymbol von dieser Sequenz? Weil wir jetzt im Hellen quasi sind und nicht mehr im Dunkeln? Ich weiß es nicht. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Bis dann.